das Verteilzentrum Osterfeld der Kaufland Logistik. Hier hieß es für die Azubis des Ausbildungsjahrgangs 2012: Augen auf. Der konkrete Auftrag an die Azubis: Gefahrenquellen im Lagerbereich aufdecken und Lösungen zur Abhilfe vorschlagen. Gerade die Azubis aus dem ersten Ausbildungsjahr sind unvoreingenommen. Die sind neu, die sind frisch, die haben Ideen. Und genau das war die richtige Zielgruppe, weil die jungen Menschen haben halt noch nicht diesen Tunnelblick oder sind halt noch nicht, ich will mal sagen, betriebsblind. Und für uns ideal, so ein Projekt den jungen Leuten gerade aus dem ersten Ausbildungsjahr zu übergeben. Unser Projektteil war die Problematik mit den überfüllten Gitterboxen. Das Problem war, dass in diesen Gitterboxen sämtlicher Müll entsorgt wurde, verschiedene Materialien, Folie zwischen Pappe, Bruchware und Palettenreste. Das war einfach eine Gefahr für die Mitarbeiter, die vorbeilaufen oder vorbeifahren und vor allem für denjenigen, der diese Gitterbox entleeren muss. Wir haben zum einen mehrere Gitterboxen organisiert, sodass einfach schon mal mehr Boxen da waren für die Entsorgung. Dann wurden die Gitterboxen beschriftet, sodass die Mülltrennung von vornherein stattfinden konnte. Außerdem wurde das Lagerpersonal durch Schichtleiter und Bereichsleiter über die neue Verfahrensweise unterwiesen. Dadurch, dass überstehende Palettenreste oder andere Sachen sofort entsorgt werden, besteht halt nicht mehr die Gefahr, dass etwas heraussteht und man sich daran verletzen kann. Im Bereich Sehrgut haben wir die Gefahr erkannt, dass die transportierten Fleischkisten auf das Flurförderzeug und den Fahrer stürzen können. Der würde sich erheblich verletzen. Wir hatten die Idee, Flurförderzeuge mit einem Schutzdach auszurüsten. Nach Rücksprache mit dem Hersteller wurde entschieden, dass alle Flurförderzeuge ein Schutzdach bekommen. Nicht nur bei uns, sondern europaweit. In unserem Teilprojekt haben wir festgestellt, dass defekte Paletten falsch gestapelt werden. Das bedeutet, dass die Stapel so schief sind, dass sie umkippen könnten und dadurch Verletzungen hervorrufen. Unsere Verbesserung sieht so aus, dass die Paletten jetzt so gestapelt werden, dass sie stabil stehen und somit keine Verletzungsgefahr für Mitarbeiter entsteht. Uns ist aufgefallen, dass in unserem Verteilzentrum Osterfeld sehr viele Kreuzungen und Einmündungen sehr unübersichtlich sind. Deswegen haben wir vorgeschlagen, dass an diese Kreuzungen Spiegel angebracht werden, Panoramaspiegel, die uns einen besseren Einblick ermöglichen. Dies haben wir auch schon verwirklicht in der Halle 4 auf der Seite vom Foodwarenausgang und am AKL, am automatischen Kleinteilelager. Bei unserem Rundgang im Lager, um Gefahren zu entdecken, haben wir festgestellt in Fördertechnikabteilung, dass der Mechatroniker während der Arbeit bzw. Reparatur sich am Kopf verletzen. Unsere Idee war, die Mechatroniker mit Anstoßkappen auszurüsten. Eine Anstoßkappe sieht von außen wie ein Basecap aus und hat von innen eine Kunststoffschale. Natürlich waren die Azubis sehr gespannt darauf, wie ihre Projektarbeit im Unternehmen ankam. Vom Unternehmen erstmal ganz große Glückwünsche für dieses erfolgreiche Projekt, was bei uns am Standort Osterfeld durchgeführt worden ist. Die Azubis haben ein wahnsinnig hohes Engagement in dieses Projekt gelegt. Bei der Präsentation im Kreise der Sicherheitsbeauftragten konnte sich auch mancher alte Hase fragen, habe ich denn diese Thematik schon mal aus diesem Blickwinkel gesehen und betrachtet? Nach Auswertung der Unfallstatistik konnte festgestellt werden, dass sich die Unfallquote im letzten Jahr um durchschnittlich 10% verringert hat. Augen auf! Ein Impulsprojekt für alle Ausbildungsbetriebe in der BGHW.